Auf unserer heutigen Sachsenfernsehen-Sommertour bin ich im Herzen von Sachsen-Anhalt in Bernburg unterwegs. Ich starte meinen Tag im Tiergarten, wo mir die Trampeltiere aus der Hand fressen. Danach geht's weiter zur Saalefee, dort entdecke ich Bernburg von der Wasserseite aus. Eine Fahrt mit der Parkeisenbahn Grumpholz führt mich durch ein stillgelegtes Flussbett mit Auenlandschaft bis hin zum Märchengarten Paradies, einem liebevoll angelegten Areal mit sprechenden Märchenfiguren. Das Wahrzeichen der Stadt darf natürlich nicht fehlen und so erklimme ich den Eulenspiegelturm auf Schloss Bernburg, von wo aus ich eine wunderbare Aussicht über die gesamte Stadt habe. Mein Tag endet mit einem Abstecher ins Erlebnisbad Saaleperle, in groß und klein eine gelungene Abkühlung finden. Viel Spaß bei der Sachsen-Fernsehen-Sommertour. Viel Spaß in Bernburg. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier gerade in Bernburg angekommen und habe knapp eine Stunde aus Leipzig Anfahrt gebraucht. Ging relativ flott. Ja, ich starte die Sachsenfernsehen-Sommertour heute in Bernburg am Tiergarten und treffe mich gleich mit Herrn Filz, dem Tiergartenleiter, und lasse mir gern von Ihnen den ganzen Park einmal zeigen. Kommen Sie mit! Hallo. Ah, gibt's Frühstück bei den Trampeltieren? Naja, für ein Frühstück ist das zu wenig. Das ist nur eine kleine vertrauensbildende Maßnahme. Ah, super. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin das erste Mal hier jetzt im Tiergarten in Bernburg. Erzählen Sie mir und den Zuschauern mal, wie ist denn der Tiergarten aufgebaut? Oder was kann man hier denn erleben? Ja, wir haben hier einen kleinen Rundgang durch die Kontinente. Es geht von Afrika über Eurasien durch Australien nach Amerika. Ungefähr 8 Hektar Gelände. Ja, und da kann man einiges sehen. Wir haben ungefähr 1000 Tiere in rund 125 Wildtierarten und Haustierrassen. Kann man es gut an einem Tag schaffen oder am Nachmittag? Ja, das kann man schaffen. Man kann sich natürlich alles sehr genau angucken. Man kann auch flüchtig durchlaufen. Das kommt darauf an, wie man es selber mag. Ja, 2 Stunden, 2,5 Stunden sollte man vielleicht schon mindestens mitbringen. Gibt es denn eine Lieblingstierart Ihrer Besucher? Ja, auch da sind die Besucher natürlich total unterschiedlich. Auf Erdmännchen stehen fast alle. Aber wir haben zum Beispiel auch Braunbären zusammen mit Wölfen, was immer recht spektakulär ankommt. Oder unsere Trampeltiere hier mit einer 7-köpfigen Herde, das ist auch was Schönes. Pinguine haben wir, wo man ziemlich nah rankommt. Und noch einiges mehr. Gibt es ein spezielles Programm jetzt gerade für die Sommerferien? Also wir haben jeden Tag ein anderes Programm. Die Tiere, die machen jeden Tag was anderes. Da ist eigentlich immer Abwechslung geboten. Kann man sich immer überraschen lassen. Ja. Und Sie haben eingangs was von vertrauensbildenden Maßnahmen erzählt. Darf ich denn auch mal so eine Maßnahme probieren? Ja, versuchen Sie es. Unsere Trampeltiere, die sind groß und wehrhaft, aber normalerweise ganz artig. Guck mal. Das hier rechts, das ist der Hengst. Und der Kleine hat auch Hunger. Er bleibt natürlich immer gern bei der Mama.
Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier bei meinen Lieblingstieren. Wir sind bei den Pinguinen. Und Herr Filz, was sind das genau für Pinguine? Ja, das sind Humboldt-Pinguine. Inzwischen sind wir hier in Amerika angekommen. Die leben also in Südamerika, in Chile und in Peru. Durchaus bis relativ nah an den Äquator. Und sind nicht die großen Verehrer von Eis und Schnee, wie viele Besucher sonst denken. Ja, ne, das typische Klischee hier wird sich gesonnen. Man kann es unschwer erkennen. Und da hinten, da sieht einer ein bisschen gerupft aus. Was ist mit dem? Ja, die Pinguine haben gerade eine anstrengende Zeit hinter sich. Die haben ihre Jungen aufgezogen und sind damit jetzt durch und mausern jetzt. Einige haben es schon geschafft, einer steckt mittendrin und anderen steht es noch bevor. Super, danke, Herr Filz. Und liebe Zuschauer, von Amerika mache ich mich jetzt ab zur Saale. Es geht zur nächsten Station, zur Saalefee. Liebe Zuschauer, ich bin an einem ganz heiligen Ort. Ich bin auf der Saalefee vorne bei dem Kapitän auf dem Schiff. Und was ganz Besonderes für mich hier zu sein, bei mir ist der Herr Neumann, der Kapitän Neumann. Herr Neumann, erzählen Sie uns mal, warum, wo kommt eigentlich der Name her, Saalefee? Saalefee. Wir fahren hier auf der Saale und die Fee ist ein schönes Wesen. Deswegen wurde die damals so getauft. Das ist nicht die erste. Das erste Schiff, was so heißt, auch früher, um 1900 früher schon ein Schiff, was Saalefee hieß. Was ist denn die Strecke oder wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Also momentan fahren wir stromaufwärts, das ist Richtung Halle. Und wir verkehren auch zwischen Halle und der Mündung der Saale in die Elbe bei Barby. Das ist unsere Hauptstrecke. Wie lange dauert die Fahrt? Stromaufwärts bis Halle, das ist schon eine Tage her, so hin zurück, das ist schon eine Tagestour. Und genauso, wenn wir zur Mündung fahren, auch das wird eine Tagestour. Das geht dann früh so um 9:30 los mit einer Zwischenstation in Kalbe, dass die Leute ein- und aussteigen können. Und bis wir dann wieder zurück in Bernburg sind, ist es dann abends so 19, 20 Uhr, je nachdem, wie es mit den Schleusen klappt. Was kann ich denn, was sind denn die Highlights auf der Strecke jeweils? Wie gesagt, was gerne gebucht wird, das ist diese Stromabwärtstour zur Mündung durch die Auenwälder da unten. Die letzten 20 Kilometer fehlen ja die Schleusen, das ist alles noch alles relativ ursprünglich da. Und was weiter gerne genommen wird, das ist die Fahrt stromaufwärts in die Zickeritzer Schweiz zu den Roten Porphyrfelsen. Das ist auch mein Favorit eigentlich. Ja, ansonsten machen wir von der Stundenfahrt für die Kids, die es ja in der Regel nicht so lange aushalten, bis zu einer Tagesfahrt ist alles im Programm. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, drei Stunden. Schön. Und kann man auch das Schiff für Veranstaltungen mieten? Unbedingt, das ist möglich. Also für Betriebsfeiern, Geburtstage aller Art, ist alles möglich. Und jetzt sprechen Sie noch mal einen Schwank aus Ihrem Leben. Wie lange sind Sie schon Kapitän hier auf der Saalefee? Auf der Saalefee wird das jetzt das 10. Jahr. Und bin früher schon Fahrgastschiffe in meinem Heimatort in Naumburg gefahren. Da waren es 5 Jahre. Ja, früher bin ich Frachtschiffe gefahren und wegen der Familie musste ich damals aufhören und bin über Umwege wieder zur Schifffahrt zurückgekommen. Ja, wenn es einen das Wasser einmal packt, ne, kann man es nicht mehr loslassen. So, und ich, liebe Zuschauer, genieße jetzt noch die Fahrt. Danke, Kapitän Neumann, und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Zuschauer, das war eine ganz tolle Fahrt und eine ganz tolle Möglichkeit, Bernburg von der Wasserseite aus zu sehen. Ich gehe jetzt weiter zur nächsten Station, vom Wasser wieder aufs Land. Es geht zur Parkeisenbahn. Kommen Sie mit?
Liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier an der Parkeisenbahn und bei mir ist der Herr Stieglitz, er ist Lokführer bei der Parkeisenbahn. Ich grüße Sie. Hallo. Erzählen wir was über die Strecke. Wo geht's überall hin und was erwartet mich auf der Strecke? Wir befinden uns bei der Parkeisenbahn in Bernburg, ehemals Pioniereisenbahn, wurde nach der Wende umbenannt in Parkeisenbahn. Wir befinden uns hier am Ausgangspunkt, dem Rosenhag, wo gegenüber der Park ist, wo man spazieren gehen kann, Blick zum Schloss. Wir haben zwei Bahnhöfe. Unterwegs befinden sich drei Haltepunkte. Die Station Tiergarten, wo man den Tiergarten besuchen kann. Weiter fahren wir zum Sportplatz. Dort befindet sich das Kegel-Freizeitzentrum, wo sich vier Kegelbahnen befinden, vier Bowlingbahnen, wo man Sport betreiben kann, und ein Fitnessstudio. Weiter geht es zum Kesslerturm, ein Aussichtsturm, wo man einen Blick über Bernburg hat. Oder bei guter Sicht sogar bis zum Brocken. Zur Endhaltestelle dann Paradies, wo sich der Märchengarten befindet. Und einen kleinen Berg muss man noch bezwingen, bevor man den Märchengarten erreicht. Hört sich interessant an. Wie lang ist denn so eine Strecke und in welchen Abständen fährt die Bahn? Die Strecke ist 1,9 Kilometer lang. Wir fahren alle halbe Stunde, je nachdem, wie wir es schaffen. Weil die Leute möchten auch was von der Fahrt haben. Und ansonsten hoffen wir immer auf gutes Wetter. Ich genauso. Ja, und ich möchte jetzt gern zum Paradies oder ins Paradies, zum Märchengarten. Dann steigen Sie bitte ein. In circa 10 Minuten sind wir da. Super, das mache ich. Danke. Jo. Hier. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier mitten im Märchenland und ich treffe jetzt gleich Frau Rettig von der Tourisinformation in Bernburg. Hier ist sie auch schon. Hallo Frau Rettig. Hallo. Grüß Sie. Das ist ja eine ganz märchenhafte Atmosphäre hier. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, also wir befinden uns jetzt in unserem wunderschönen Märchengartenparadies. Wunderschön. Und da hinten ist einer, das sieht ein bisschen groß aus. Das ist Bernburgs ältestes Ausflugslokal und bereits 1920 gab es diese Location. Und der ehemalige Eigentümer hat das nach und nach als Märchengarten aufgebaut. Er hat Figuren auf Spielzeugmessen gesammelt und sie dann hier in Bernburg in seinem Ausflugslokal installiert. Das heißt, es steckt viel Tradition dahinter und viel Liebe zum Detail. Richtig. Was kann man denn heute sehen? Ja, heute haben wir ein wunderschönes Märchenschloss und in 11 Sprach- und bewegungsgesteuerten Hütten erzählen die Figuren die Märchen der Gebrüder Grimm. Grimms Märchen beinhaltet ja viele Märchen. Was denn genau kann man für Märchen sehen? Ja, Märchen also sehen. Wir haben 11 Grimmsche Märchen, darunter auf alle Fälle Hänsel und Gretel, dann das tapfere Schneiderlein oder der Sterntaler. Und wir stehen ja hier direkt beim Froschkönig. Und diese Märchen werden unwahrscheinlich gern von den kleineren und auch von den größeren Gästen angeschaut. Man kann auf einen Buzzer drücken und schon wird das Märchen erzählt. Was kann man denn hier noch erleben? Der Märchengarten bietet einen Spielplatz, sodass sich die Kinder tummeln können. Die Erwachsenen genießen den Biergarten. Und wir haben hier alles, was für Leib und Wohl noch nötig ist, also ein Imbiss. Und ja, so kann man gut den Tag ausklingen lassen bei Kaffee und Kuchen. Vielen Dank, Frau Rettig. Und liebe Zuschauer, ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumrummeln, mir noch die Märchenfiguren anschauen. Und dann geht es zum Wahrzeichen von Bernburg. Und was das ist, das erfahren Sie gleich.
liebe Zuschauer. Das Tolle an der Sachsen-Fernsehen-Sommertour ist, wir sind an den schönsten Orten oder schönsten Aussichten, aber es ist auch immer mit einem extremen Aufstieg verbunden. Ich bin jetzt hier auf Schloss Bernburg, genauer gesagt im oder auf dem Eulenspiegelturm. Bei mir ist der Museumsleiter Herr Wiehemann. Hallo Herr Wiehemann. Hallo Herr Wiehemann. Ich grüße Sie ganz herzlich auf dem Eulenspiegelturm. Wir sind jetzt hier 143 Treppenstufen hochgelaufen und besuchen unseren Till hier in der Türmerstube auf dem Eulenspiegelturm. Wer war denn eigentlich der Herr Eulenspiegel? Das ist so eine Sache. Man weiß natürlich nicht so genau, ob er jemals gelebt hat. Es gibt ein Buch von 1510. Da wird das erste Mal von Till Eulenspiegel berichtet. Und darin wird in 96 Geschichten erzählt, wie er mit der Obrigkeit seinen Schabernack getrieben hat. So auch hier in Bernburg. Hier in Bernburg. Und was kann man denn hier auf dem ganzen Gelände noch erleben? Der Eulenspiegelturm ist ein romanisches Bauwerk innerhalb der großen Schlossanlage des Bernburger Schlosses. Dieses Schloss ist eigentlich eine ganz wunderbare Anlage. Man bezeichnet sie auch als die Perle Anhalts, als das schönste Schloss Anhalts. Und wir haben hier eigentlich eine durchgehende Bebauung vom Mittelalter bis in die Gegenwart fast. Alle Perioden sind vertreten, Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, alles haben wir hier auf Schloss Bernburg. Als wir aufgestiegen sind, sind wir durch eine Ausstellung gegangen. Was hat es damit auf sich? Eulenspiegelturm hat sozusagen zwei Etagen. Es ist einerseits die Türmerstube, in der wir uns jetzt befinden. Und unter uns ist noch der sogenannte Turmsaal. Dort präsentieren wir kleinere Ausstellungen im Wechsel. Und zurzeit haben wir eine Ausstellung zur Henne dort, wird dort gezeigt. Die Henne, dieser Publikumspreis im Fernsehen. Sehr interessant. Und liebe Zuschauer, ich bin jetzt doch etwas durchgeschwitzt. Deswegen geht es jetzt auf zur nächsten Station. Und da erwartet mich eine Abkühlung. Bis gleich. Zuschauer, wir sind mittendrin in spritziger Badespaß-Atmosphäre. Ja, wir sind jetzt hier im Freibad Saaleperle und bei mir ist die Frau Müller. Hallo Frau Müller. Hallo. Was ist denn das Besondere hier an diesem Freibad in der Stadt? Also wir sind eine sehr große und weitläufige Anlage. Wir haben etliches an Wasserfläche mit einigen Attraktionen hier zu bieten, wie man sieht. An der Sprunganlage mit einem 3-Meter-Brett, mit zwei 1-Meter-Bretter. Wir haben eine ganz tolle Riesenrutsche, die ist 72 Meter lang. Und unsere Breitrutsche für die Kleinen. Ja, ansonsten ist noch neu dazugekommen unsere Liegen für Gäste, die nicht so gerne auf der Decke liegen wollen. Damit steigt der Wellness-Effekt hier ein, oder? Ja, kostenfrei zur Verfügung die Gäste. Sind dieses Jahr 60 Stück davon angeschafft worden und werden auch ganz gut angenommen von den Gästen. Oder finden auch in den Ferien jetzt Veranstaltungen statt oder Kurse speziell? Wir hatten in den vergangenen 3 Wochen sehr viel Nachholbedarf von den Schulen. Da ja einiger Schulunterricht ausgefallen war im Frühjahr, das haben sie jetzt sehr viel und auch intensiv nachgeholt. Es konnten sehr viele Schwimmstufen noch abgenommen werden. Und wir wollen auch jetzt Ende August wollen wir noch mal 2 Kurse anbieten, Schwimmkurse, wo, glaube ich, auch noch Voranmeldungen eingehen können. Sie sind ja, ich habe es vorhin schon leider falsch gesagt, keine Bademeisterin, sondern Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. geprüfte Meister für Bäderbetriebe. Was steckt genau dahinter? Der Beruf des umgangssprachlich Bademeister ist ein richtiger Ausbildungsberuf seit 1993 und man erwirbt nach 3-jähriger Ausbildung den Abschluss als Fachangestellter für Bäderbetriebe und kann natürlich sich dann später noch weiter qualifizieren als Meister. Der Trugschluss, Sie sitzen nicht nur da und schauen den Leuten beim Baden zu. Nein. Was machen Sie? Wie ist Ihr Arbeitsalltag? Unser Beruf, sag ich mal, besteht zu 50%
sicherlich aus der Wasseraufsicht. Das heißt, wir passen natürlich auf die Gäste auf und tun natürlich im Vorfeld prophylaktisch darauf einwirken, dass hier eben keine Unfälle passieren, dass die Haus- und Badeordnung eingehalten wird und natürlich auch die Rutschenordnung, damit eben nicht die Unfälle passieren. Und wir haben natürlich auch immer wieder damit zu tun, dass eben Kinder, die noch nicht gut schwimmen können und noch keine sicheren Schwimmer sind, eben auch davor zu bewahren, eben ins tiefe Wasser zu gehen. Das ist wichtig und gerade jetzt in der heutigen Zeit noch mal wichtiger. Ne? Ja, wichtiger, ja, und die anderen 50% unseres Berufes ist natürlich, findet in den technischen Anlagen statt. Danke, Frau Müller, für den interessanten Einblick. Und ja, liebe Zuschauer, wenn Sie nicht in der Saale baden wollen, sondern hier ins Freibad, alles möglich hier in Bernburg. Und ich werde jetzt ins Wasser springen, aber da bleiben Sie draußen. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt auch wieder am Ende unserer Sachsen-Fernsehen-Sommertour angekommen. Was ist mein Fazit? Also ich bin wirklich begeistert von Bernburg. Es ist eine ganz tolle Stadt und man kann verschiedene Möglichkeiten nutzen, sie von der Wasserseite oder von der Landseite aus zu entdecken. Besonders ist es auch für Familien geeignet. Ich lehne mich jetzt noch 2 Minuten zurück, bevor ich dann auch wieder meine Heimreise nach Leipzig antrete. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin, tschüssi.